Einen wunderschönen guten Morgen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben 6 Uhr morgens. Ich weiß nicht, was mich geritten hat. Wir haben Sonntag und ich fahre auf einen Trödelmarkt. Heute machen wir den Selbstversuch. Wie viel Schwarzgeld können wir generieren mit Schrott aus dem Keller? Das Einzige, was mich abfuckt an Trödelmärkten, ist, dass sie so früh starten. Als Verkäufer musst du natürlich noch früher da sein als alle anderen. Erstmal einen Kaffee. Ah, ne? Ganz schön heiß. So, ja, erste Amtshandlung mit meinem VW. Ist sogar kein VW. Ford Transit. So. Vorglühen lassen. Und zacki macki. Tschack. Ja, Leute, es geht nach Ratingen. Vielleicht sieht man ja den einen oder anderen da. Ich dachte, ich nehme euch mal mit der Kamera mit. Mal ein bisschen anderer Content. Vielleicht gefällt es dem einen oder anderen. Let's go! Jetzt stell dir vor, du hast einen tiefer gelegten Wagen. Was soll der Müll denn jetzt hier? Boah, alter Schwede, der Wagen rollt nicht mal von alleine da drüber. Da musst du Gas geben. So, mein Platz dürfte eigentlich hier irgendwo sein. Und zwar genau in dieser Reihe hier. So, ich habe jetzt hier meinen Platz gefunden. Ist wohl eingezeichnet worden. Ja, der Dödeltrupp ist hier am Start jetzt. Ich werde jetzt aufbauen. Ich zeige euch mal. Ich habe alles, was ich im Keller an Müll gefunden habe, hier reingeschmissen. Und werde das heute an den Mann bringen. Wir werden mal gucken, wie viel Kohle wir generieren. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Hier eine kleine Stärkung, falls es heute krass abgehen wird. So Leute, wir haben jetzt 8:30 Uhr, der Trödelmarkt fängt an langsam sich zu füllen. Ich habe jetzt meinen genialen Stand hier aufgebaut, ich zeige euch den gleich und werde jetzt langsam mal beginnen mit dem Abverkauf. Wie ihr seht, es ist einiges los. So, ja, jede Menge Gartenmüll. Hier natürlich auch was für die Auto-Community. Deko, Technik, Shisha darf nicht fehlen, Sitzkissen aus meiner Pumping Iron Zeit. Die Dudes hier hatten auf jeden Fall ein krasses Wochenende, so wie der hier hängt. Das Einzige, was mich extrem abfuckt, ist, dass man hier eine behinderte Maske tragen muss. Habe ich gerade aber auch erst erfahren. Ja, Freunde, ich hatte hier gerade auch schon den einen oder anderen Käuferkontakt. Als ich dann Preise wie 2 oder 3 Euro rausgehauen habe, hat der eine oder andere hier schon einen halben Herzinfarkt bekommen. Dazu sei gesagt, Ratingen ist natürlich sehr sozial schwach unterwegs. Hier sind sehr viele Hartz-IV-Empfänger. Neben mir stehen die Flodders hier, die verkaufen. Erika und Ute hier auf der anderen Seite. Ich mache jetzt hier mal ein bisschen weiter und dann melde ich mich später gegen mittags nochmal bei euch. Also, bis gleich. So, wir haben... Ja. Meine Fresse, du. Ja, alle 5 Minuten. 13.22 Uhr. Meine Frau ist mittlerweile da, um hier die Massen zu kontrollieren, die hier gerade ansturmtechnisch auf dem Tisch wirkten. Der Tisch ist schon sehr luftig. Ich habe einiges verkauft. Zwischenstand, ich zähle jetzt gleich mal die Kohle, aber ich würde schätzen, knapp 200 Euro. Ich hatte 300 Euro anvisiert für den Tag. Wir werden aber gleich nochmal eine Abschlussrechnung machen mit
was kostet so ein Stand, wie viel haben wir eingenommen und kleinen Fazit von heute ziehen. Und ja, dann werde ich euch genau nennen, wie viel ich heute erwirtschaftet habe. Schwarz am Start vorbei. Ja, der Junior ist auch hier. Das ist der Dude, der irgendwann mal alles erben wird. Also, jetzt kurz nach der Halbzeit. Ich werde jetzt ab 15 Uhr nochmal eine andere Strategie anpeilen. Und zwar werde ich Sachen auf den Tisch aufstellen und dann ein Schild vorne anbringen. Jedes Teil 2 Euro. So, dass wir den restlichen Mülleimer abverkaufen, weil ich will so wenig Müll wieder zurück in meinen Keller schleppen. Und das ist dann die Endspurtstrategie von mir. Und meine Fresse, du. Ja, von den Spaten hatte ich, glaube ich, heute Morgen 5 oder 6 Stück. Übergeblieben hier noch so ein Durchlauferhitzer. An den Kisten hatte keiner Interesse. Der Dude ist jetzt mittlerweile alleine. Den anderen Bären habe ich so ein kleines Kind geschenkt. Dachte ich, komm, eine gute Tat am Tag. Ja, irgendwie, trotz Trend, hat hier keiner die Shishas angerührt. Aber ich rufe auch natürlich einen krassen Preis für die hier auf. Die kostet 989 Tacken. Ich will aber mindestens 50 Euro dafür haben. Der Rest ist Dekokram. Oh, es kommt schon wieder hier Ansturm. Ich gehe mal in Sicherheit. beide 10 Euro. Wie bitte? 2 Euro. Das Laminiergerät, das kostet 5 Euro. A4, A2, wie man möchte. Ich habe damals früher Pässe gefälscht damit. Was habe ich gesagt? 4 Euro? Gib mal hier 1 Euro, hast du? Hast du eine kleine Kugel, bitte? Ja, klar. Hey. 20 Euro. Danke, ciao. Hast du noch einen letzten Preis? Ja. Ist handgemacht, habe ich aus Havanna mitgebracht. Es ist total schön, ja. Mir gefällt auch sehr gut. Kannst du 15 abgeben? Nee. Nee. Dann nehme ich ihn lieber mit. Danke. Okay. Amen, Herr Kuyo. Guck mal. 2 Euro vieler Cappy habe ich mal bezahlt für, ich glaube, 19,90 oder was. Das Ding ist umgetragen für 2 Euro und die kriegen einen halben Herzinfarkt. Leute, was ist los mit euch? Hi! Was kostet diese wunderschöne Waage? 25 Euro. Okay, danke. Damals auf Kuba, aus Havanna, habe ich dieses Ding hier mitgebracht. Das ist ein handgemachter Cadillac. Da kann man ja wohl 25 Tacken für verlangen. Was kostet? 25 Euro. Wenn so ein Hartz-IV-Empfänger an so einen Stand kommt, erwartet der so eine Zahl wie 4 oder 3, womit er klarkommt. Aber haust du dann natürlich eine zweistellige Zahl raus, gucken die dich an, als wenn du irgendwelche Mütter beleidigt hättest. So, des Weiteren ein sehr lustiger Umstand auf dem Trödelmarkt. Manche gucken sich Sachen an, wo die nicht wissen, was das sein soll, wie zum Beispiel das hier. Wer mir sagen kann, was das hier ist, kann das gerne in die Kommentare jetzt reinschreiben. Ab 15 Uhr die zweite Strategie, Plan B. Und dann melde ich mich, sobald ich dann anfange einzupacken, mit einem Resümee. Ich hoffe, das Video hat euch bisher Spaß gemacht. Abonniert den Kanal für weiteren Content. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr in die Kommentare reinschreiben, welchen Selbstversuch ich durchführen soll. Wie zum Beispiel den hier mit Schrott verkaufen auf Trödelmarkt. Salam, Brothers! Wenn nicht mit Rap, dann mit der Pumpgun! Du Ball! So, Freunde der guten Unterhaltung, ich bin jetzt wieder zurück. Wir haben jetzt 16.25 Uhr, der Trödelmarkt ist vorbei. Der Wageninhalt sieht momentan so aus. Wenn ihr euch jetzt noch zurückerinnert, wie voll der Wagen war, ich habe den ganzen Müll verkauft, abverkauft, 1, 2, 3, 4 Euro. Ja, also, zwei Vorteile jetzt. Keller ist aufgeräumt und leer, Garage ebenfalls. Jetzt habe ich noch ein bisschen Restsachen, so ein paar Deko-Kram etc. Weiß nicht, was ich damit mache. Ich werde die wieder zurückpacken, werde sich bestimmt eine Verwendung für finden. So, diesmal falle ich nicht auf die Fresse. Die Standgebühren für 5 Meter, hätte ich gewusst, dass sie so großzügig einteilen, hätte ich nur 4 Meter genommen, haben mich gekostet 60 Euro. Jetzt zählen wir das hier mal durch. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 40, 60, 80, 200.
220, 270, 290 Euro. 10 Euro habe ich da vor Ort ausgegeben für Essen und Speis und Trinken. 300 Euro. 60 Euro ziehen wir ab, haben wir 240 Euro. Wir haben gestanden von 7 Uhr bis um 3:45 ungefähr. Das heißt, wir haben auf jeden Fall gute 25 bis 26 Euro Stundenlohn gehabt. Jetzt die Frage, ob sich das Ganze lohnt, wenn man den ganzen Kram, den man zu Hause noch hat, quantitativ zusammenträgt und sagt, das Ganze ist normalerweise Müll, existiert nicht mehr für mich, ich hau es raus und selbst wenn irgendwas 20 Euro wert ist und ich es für 5 Euro verkaufe, tut mir das nicht weh. Trödelmarkt ist ein ganz eigenes Business für sich. Die Leute wollen nicht die Preise bezahlen, die man theoretisch auf eBay oder eBay Kleinanzeigen, auf Spock oder etc. erwirtschaften könnte, wozu man aber Zeit braucht. Man hat den Kunden direkt face to face und muss das Ding an den Mann bringen. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, hat sich gelohnt. Mit so einem Wagen wie dem Ford Transit hier macht es die Sache noch einfacher. Also erste Amtshandlung mit dem Transporter hat funktioniert. Jetzt könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, was würdet ihr euch wünschen in Form eines Selbstexperimentes, was ich machen soll oder jegliches an Videos, was ihr euch schon immer mal gewünscht habt. An der Stelle danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Kommentiert dieses Video. Lasst mal einen Daumen da. Im nächsten Video müsste eigentlich ein Special Guest am Start sein. Mit den Worten verbleibe ich. Bleibt gesund. Schönen Wochenstart. Auf Jargon.